Hallo YouTube, wir starten jetzt in die besten Clips der Woche mit der Folge 277 rein und danach brauchst du Therapie. Let's go, hätte ich gesagt. Ab in die Reaktionen und wir starten hier gleich mal mit dem Razertainment. Let's go! Na, seid ihr bereit für die nächste Folge von Streamclips Germany? Wenn ihr denkt, ihr habt schon alles gesehen, dann wartet ab. Hier gibt's die cringiest Twitch-Momente, die ihr euch vorstellen könnt. Wer braucht schon gute Unterhaltung, wenn man den ganzen Tag Leute dabei beobachten kann, wie sie sich selbst zum Deppen machen? Ja, okay. Bringt das was? Nee. Doch! Ja, never mind, jetzt bin ich in der Todeswanne. Nein! Wie komme ich denn hier das raus? Das ist neue Zelda, ne? Oh, warte, ich habe eine Idee. Oh, geht das? Nein, geht nicht. Und täglich grüßt jetzt das Murmeltier. Jetzt hat mich die Fee geheilt. Perfekt. Au, nein! Du Kleiner. Hast du schon durch das neue Zelda? Ist gut? Ich sehe es immer nur bei anderen. Er stirbt, muss da nicht raus? Boah. Ich hätte es kommen sehen müssen. Erstmal Full Regen, dann wieder hoch. Oh. Nö. Ja, das ist jetzt sehr doof. Das ist jetzt Goodbye. Ja. Das ist ja wegen hot. Das ist ja wegen hot. Hätte ich auch gesagt. Oh Herr! Deine Downloadkraft durchdringt meinen PC. Und auch in meinen Körper. Das war ein guter Tipp mit der Download-Cache. Das hat geholfen. Das sind wieder richtig normale Zahlen zu sehen. Es rutscht ab, aber selbst wenn es abrutscht, sind es immer noch 9,2, 7,6 MB. 6,3. 5,3. 4,4. 3,8. Oh Gott, oh mein Gott. Okay, das war sad. Das war verdammt sad. Und, oh. Der bestimmt in die Nase, oder? Katze. Ah, ein Bild für die Götter. Oh. Ich würde keine fremde Katze küssen. Ich würde keine fremde Katze küssen, die draußen ist. Ganz schlechte Idee. Ich glaube, wenn wir nicht sterben, haben wir es geschafft. Weil hier kriege ich jetzt nochmal 9 Münzen und auf dem Weg zum Iglu sind auch nochmal welche. Dann haben wir es. Hä? Aber ist doch gar nicht gestorben, oder? Hä? Ich dachte... Oder ist er doch gestorben? Ist er jetzt Ich kapiere es gerade nicht, ist er gerade gestorben? Welche? Dann haben wir es. Aber er hat Schaden gekriegt Ach so, darf er nicht? Am besten nie irgendwas küssen, was fremd ist. Ist immer ein guter Tipp, das sowieso. Braucht den Panzer zum Aufsammeln, denke ich. Nein, aber der Panzer weg und Schaden bekommen. Aber ich dachte, das ging jetzt um Sterben. Ja, okay. Ich fühl's. So. Die Zahl gefällt dir. 69. Das war ja wieder klar. Das war ja klar wie nie. Da guckt immer nur auf das eine. Ja, komm, kaputt. Was ist, da kommt ein kleines Baby zu dir und malt und hat ein Bier, er hat eine Flasche Bier wieder weggekippt. Ah! Ich fand den Schrei sehr authentisch. Muss ich irgendwie zugeben. Aber ich würde es mir nicht nochmal anschauen. Und wer hat's mir beigebracht? Ricora. Es tut mir leid, aber es sieht aus wie riesige Steindildos. Ist Expertin für Geomorphologie. wo sie recht hat, hat sie ja recht. Es sieht wirklich aus wie ein riesige Steindildos. Ist halt so. Ja, was soll mit... Guckt doch, Leute.
Es sind einfach riesige Steindildos. Ich sehe nur Steindildos. Es tut mir so leid, es ist so beeindruckend. Das ist Spargel? Ja, das glaubst du. Ja, Rogue, natürlich. Das glaubst du doch selber nicht. Das sind Pilze. Steindildos. Ich kann nicht. Steindildos. Oder so Pilze, deren Kappen noch geschlossen sind. Das macht's irgendwie nicht besser. Jetzt sieht das aus wie... Jetzt denke ich an Dildos, die oben noch größer werden. Eindruckend, aber ich... Das war nicht gut. Das war... Warum? Das war nicht gut heute. Nein. Lilly die Chili. Komm, let's go. Yo, 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 yo. Und dann werde ich wieder richtig abgestochen von hinten. Hey, nein! Verdammte Scheiße! Nee, ich hasse dieses fucking Spiel! Oh mein Gott! Doch nicht so Chili, hä? Doch nicht so Chili. Hallo, Hosatsu, hallo. Googelt mal Stinkmorcheln. Schauen die so aus? Nimi will... Ich will keine Steindildos! Das war, davon war nie die Rede! Hallo? Außerdem tut das weh. Aber, guck mal, Lockdown-Protocol ist genauso ein Game wie Among Us, ja? Ich mag diese Games nicht. Among Us ist genauso ein schlimmes Game, weil man sich da gegenseitig einfach nur an die Gurgel geht, aber halt, ne, auch anders an die Gurgel. Jedes Mal, wenn ich Among Us gespielt habe, habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich wieder zu einem Spiel Among Us zugesagt. Gott sei Dank ist Ende des Monats. Das ist auch der pure Horror für mich. Bin gespannt. Ich habe dem mal wieder eine Chance gegeben. Aber ich weiß nicht, ob es bei der Chance bleibt. Wie nur schlecht, war doch damals, war doch spaßig damals zusammen. Ah, ja, ja, Winnie, aber ich habe keine guten Erfahrungen mehr mit Among Us. Ich bin, vielleicht sind ja alle schon ein bisschen älter geworden und können dieses Spiel jetzt mehr akzeptieren und rasten nicht aus, wenn sie mal getötet werden oder so. Shit, ich muss absagen. Vergiss es, gell, ich habe das schon gesehen. Ja, voll schlimm das Game, lieber eine Runde Mario. Ja, danke, Meme. Lieber eine Runde Mario Kart oder Monopoly, wo sich die Leute noch mehr zerfleischen. Finde ich viel besser. Oh Gott, erinnere mich nicht an Monopoly. Oh Gott, Monopoly, das war auch so eine Also, Monopoly, aber mit Personen, die sich einig sind, dass das Spiel Spaß macht. Und nicht sich gegenseitig zerfetzen oder einer meint, er muss jetzt auf Teufel komm raus gewinnen. Monopoly war mit Voltanis, Shinji und Pink X Trooper super angenehm. Das war toll. Das war toll. Aber ja. Holst du dir das neue Mario Party nächste Woche? Nein. Ich mag kein Mario Party. Ich finde das doof. Ich mag Pummel Party. Mario Party mag ich nicht. Tekken ist besser. Tekken ist in allen Sinne besser als alles auf der Welt und so. Tekken for the win. Nee, Chica, mach nicht den. Guck nicht so. Ich mag Mario Party nicht. Ich mag's wirklich nicht. Ich finde Mario Party ist... Keine Ahnung. Nee, lass dich nicht gucken. Ich finde Mario Party ist das schlechtere Pummel Party. Nicht mal das bessere. Ich finde Pummel Party um so vieles besser. Von den Minigames, von allem her. Ich kann's dir nicht sagen, warum ich einfach sowas von gegen Mario Party bin. Ich kann es dir nicht, ich kann niemand sagen, aber dieses ganze Game von vorne bis hinten taugt mir nicht. Jetzt bin ich auch schon so unentspannt wie hier die Lilly und die Chili. Dafür findet ihr aber jedes Minigame auch in Pummelparty schlimm. Ja, aber das sind dann, ist dann eher wegen Flugzeug und so weiter. Das ist eher so eine Steuerungssache. Du bist ein süßes Oh, Helldivers! Geiles Spiel. Nein, du. No, you. No, you. Nein, du. Halt die Fresse, du bist jetzt süßer als ich. Nein, du bist süßer. Du bist viel süßer als du. Du bist viel süßer, Mann. Schau dich Nein, mal du an bist hier. Viel süßer. Guck mal an, wie du so aussiehst, du pausbäckiges ja, Ungetüm. Und Kneif und sagen so, oh, ja, Mann, bist du groß geworden. So, ich will einfach nur deinen Schwanz lutschen, so süß bist ja, du. Ja, Mann, Alter, ich brauche neue Knieschoner, wenn ich dich mal treffe. Gut. Ich brauche neue Knieschoner. Scheiße, der ist gut. Den muss ich mir merken. Das ist ja auch...
Weißt du, solche Gespräche bei Helda was sind sowas von normal. Diese Gespräche bei Helda was sind sowas von normal, aber das mit den Knieschonern ist gut. That escalated quickly. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. Also wir hatten uns ja jetzt diese 5 Minuten Ende nochmal angeguckt, weil ich mir das halt nochmal angeguckt habe. Clippy? Clippy, Brother, dein Ernst? Ja. Wir haben auch irgendwie gar keine Pflanzenfresser. Naja. Hä? Warum machen wir dann überhaupt Fleisch? Achso. Oh, wie geil. Geil, da war das denn von Marty. Wir haben gar keine Pflanzenfresser. Ah, okay. Jetzt seh ich's. Ja. Geil. Wir haben auch irgendwie gar keine Pflanzenfresser. Naja. Warum machen wir dann überhaupt Fleisch? Ich habe noch so Clippy gemeint, als wir am Sonntag bewertet haben. Da kam nämlich genau der Clip von Marty. Habe ich noch gemeint, Clippy, warum nimmst du nicht den Sound von Marty und packst den in so ein Zitate-Ding rein mit dem... Ich finde es so geil, dass das gemacht hat. I fucking love it! Wir haben keine Pflanzenfresser. Ja, wozu brauche ich dann Fleisch? Was eine mysteriöse Gleichung. Ah, da war ich im Stream bei, als ihr euch über den Marty-Clip unterhalten habt. Ja, ich finde es so gut, dass er es gemacht hat. Ich finde es so gut. 1A, Clippy, 1A. Aber guck mal bitte durchs Fenster. Guck mal, das dahinter ist ein Klo. Was für ein... Wo seht ihr denn hier ein Fenster? Irgendwie, jetzt kommt einfach rein. Ich guck bei Ihnen im Stream, er hat einfach eine Wand und die können dann drin verschwinden. Wir lieben Streambugs. Wir lieben Streambugs. Das heiße Wasser, das warme Wasser brennt so am Arsch. Was ist denn da los? Ich sehe... Ja, das Ding ist, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr sagt irgendwann Leuten Bescheid, wo ihr viel Zeit in eurem Leben verbringt. So. Vielleicht war das so ein... Meta-Witz, keine Pflanzen, was bedeutet mehr Pflanzen zum Essen für Marty? Hä? Nein! Leute, guck mal, da habt ihr was übersehen. Guck mal, hier. Elefant, Giraffe, Gorilla, Hippo weiß ich jetzt gar nicht, ob der kleine Fische frisst. Ein Elch, ein Känguru, ein Zebra. Ja? Pinguin, Fisch? Ja, alles Fleischfresser? Nee! Pflanzenfresser! Alles Fleischfresser. Und dann hört ihr, was sie sagt. Pflanzenfresser. Was? Wir haben auch irgendwie gar keine Pflanzenfresser. Wir haben auch irgendwie gar keine Pflanzenfresser. Naja. Warum machen wir dann überhaupt Fleisch? Wir haben keine Pflanzenfresser. Warum machen wir Fleisch? Versteht ihr dieses? Sie hat fast ausschließlich Pflanzenfresser. So, einmal aufgeklärt, das ist gut. Machen wir weiter. Wer kennt's nicht? Giraffe erstmal ein schönes, saftiges Steak. Oh, geil. Brennt das heiße Wasser, das warme Wasser brennt so am Arsch. Was ist denn da los? Ich sehe. Ja, das Ding ist, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr sagt irgendwann Leuten Bescheid, wo ihr viel Zeit in eurem Leben verbringt, so auf Twitch. Und dann gebt ihr denen einfach mal den Link. So, und dann gucken die durch Zufall einfach nur so durch ein paar Accounts durch und sehen halt so: Oh, dann gucken wir mal, was Twitch ist. Ist das Creepypasta Punch? Och, Mann. Nacktheit an. Sie gucken Twitch an, so Creepypasta Punch. Und dann
erstmal so, Nacktheit an. Just man being man. Okay, dann schalten wir mal weiter. Milchbaum, das klingt gesund. Oh, okay. Ja, dann, was klingt denn normal? Asche. Ja, damit kannst du ja nichts verkehrt machen. Das geht mit dem Model nicht so gut, aber das Model wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen in den Oktober begleiten, keine Sorge. Face Reveal in Halloween? Ha, lustig, weil ich so hässlich bin. Nein, dann könnt ihr da mal Reveal machen, ja. Ja, oh, ihr seid so lustig. Ich glaube, eure Familie wird euch freiwillig die Therapie bezahlen. Es hat Libby richtig gut geschnitten, Mann. Das hat er richtig gut geschnitten. Lieber Kevin, komm, haben wir nur einen Wunsch raus. Was darf ich dir singen? Vielen, vielen Dank. Igel! Da ist ein Igel, seht ihr ihn? Draußen. Danke, danke, danke. Da ist gerade ein Igel vorbeigelaufen. Dani, da ist gerade ein richtig fetter Igel vorbeigelaufen. Süß. Hallo, Matthias. Ich brauche keine Therapie mehr, ich gehe direkt in die Klapse. Könntet ihr mich vielleicht auch aufheben, oder? Oh, danke. Einfach mal drüber gelaufen. Ich weiß, ich bin ja der unwichtigste Teil vom Team, aber ich würde trotzdem gerne mitkommen. Na, weil, ja, siehst du jetzt erst im Video. Ich kann nicht mehr. Was machst du schon? Komm. Was ist passiert? Ich weiß es auch nicht. Hat er gewonnen? Hä? Ja, er hat gewonnen, ne? Hat er, hä? Machst du schon, komm. Oh, er hat sie wirklich gekillt. Was ist passiert? Besser. No joke, nur Unterhemden. Warte mal, was? Unterhemden! Oh mein Gott! Hä? Warte mal, ist das, man trägt das unter Hemden? Ja. Das ist das Krasseste, was ich je in meinem Leben erfahren habe. Unter Tassen? Oh, warte mal, das sind ja alles, das sind, weil die unter Tassen sind. Das ist ja voll krass. Manchmal frage ich mich, wie es Streamer schaffen, selbstständig zu atmen. Chica, pass auf, wenn sie erst von Unterhosen hört. Well, ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ist ja so. Unterhemd, Oberhemd, was lernen die jungen Mädels noch in ihren, noch on ihren Eltern, noch von ihren Eltern? Ich weiß nicht mal, ob sie was lernen. Erklärt ihr nicht die Erklärung vom Pullover. Oh mein Gott. Oh. Okay, tun wir mal so, als ob wir das nicht gesehen hätten und schauen mal weiter. Ich dachte, ich habe gerade in eine Blendgranate geschaut. Aber das bist ja doch du. Hi, Lyric. Kann mich dunkel dran erinnern, aber weiß den Kontext nicht mehr. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich meine... Kennt ihr auch zum Beispiel das Getränk Fruchtiger? Das mit dem Tiger drauf? Ja? Ich früher so, boah, ich will auch endlich mal so einen Fruchtiger trinken. Bis ich dann gerafft habe. Ach, das heißt nicht Fruchtiger, sondern Fruchtiger. Und ich war so, meine Kindheit fällt gerade vor mir. Aber das könnte eine Erleuchtung gewesen sein für sie. Ach so, wusste ich auch nicht. Oh, hey
Hi, Sofa-Player, willkommen. Habe ich jetzt auch deine Kindheit zerstört? Willkommen, das mache ich sehr gerne. Fand ich auch krass, ja. Ja, so wie bei Mate. Hallo, ich kann Mate mittlerweile aussprechen, okay? Alles wegen der Tomate. War aber auch unfair, weil die irgendwann einen Tiger aufgedruckt haben. Ja, oder? Ich dachte immer, es heißt Frucht-Tiger und nicht, dass es fruchtiger ist. Haribo macht Weingummi, nimmt zwei macht Lachgummi. Ja. Oder Mandela-Effekt, hat der Monopoly-Mann ein Monokel auf oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, ne? Die meisten Leute sagen ja, aber hat er nicht. Scheiße! Ich wusste es gerade auch nicht so. Ich dachte ja, aber nee. Scheiße. Ah, guck mal, lernen wir auch mal wieder was dazu. Toll, jetzt zerstören wir noch mehr Kindheiten. Wir gehen ja heute nur zu den Kindheitserinnerungen rüber in unserem Songbattle. Ist okay. Schauen wir mal weiter. Also eigentlich jeder meiner Zuschauer bekommt ständig Chlamydien. Werbung. Ihr bekommt nicht Chlamydien, sondern Chlamydien-Werbung. Okay, wer von euch hat bei Maoki zugeschaut und hat es Chlamydien? Ich noch nicht. Hallo Rogue! Hallo Rogue! Ja, das hast du, Winnie. Nee, was? Was war das denn jetzt? Dein Tod, Winnie. Dein Tod. Dass er Winnie noch hört. Nee, was? Was war das denn jetzt? Immer noch. Dein Tod. War da ein Jay im Clip? Ja, Nero. Woher wusstest du das? Chuck Norris hat keine Wimpern, das sind Augenbärte. Joker, mach das Licht leiser. Also nein. Mach das Licht leiser, genau. Wir machen alles leiser. Licht leiser. Tische stellen wir leiser. Das Wasser stellen wir leiser. Und Chuck Norris kann Fische ertränken. Boah, ich wäre gern Taylor Swifts Pups, dann wäre ich nämlich aus ihrem Arsch gekrochen und der ist schon nice. Facts. Wollt ihr mich vor dem Eingang haben, oder? Also ich glaube, wenn du auf deinem Sack spielst, kommt der Wurm von ganz alleine. Boah, was ist das denn heute, Leute? Nun. Es liegt an ihm. Es liegt an ihm. Ah. Oh, wirklich ein krasses Update. Alleine, dass sie jetzt dieses One-Pedal-Driving anbieten. Ah, Gott im Himmel! Du Ficker! Du, welchen Horrorfilm willst du denn drehen? Moin, schönen guten Tag. Hi. Ich bin der Robin von gerade eben. Hi. Das war der Robin von gerade eben. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr den Robin von gerade eben? Ich legit mal so zu meiner Freundin, kannst du die Tür abschalten? Ja, manchmal hat man sowas, oder? Manchmal hat man sowas einfach. Kannst du hören, wie der Wolf wisst ihr, woran ich jetzt wieder denken muss, wenn ich das höre? Farbenspiel des Winds? An die coole Reaction von den Datteltätern. Als sie die Stimme gehört haben. Oh, das war so schön. Boah, diese Original-Pocahontas-Stimme. Ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denk. Heult unterm Silbermond. Und weißt du auch, warum der Luchs so grinst? Kannst du singen wie die Stimmen in den Bergen? Kannst du malen wie das Farbenspiel des Winds? Ist das eine Garnele oder ist das ein Shrimp? Ein Shrimp, oder?
Solche Gedanken kommen mir dabei. Erde, also ich gehe jetzt schön. Also entweder bestelle ich mir jetzt Udon-Nudeln oder ich esse schön. Nein. Wenn ihr die Kanalpunkte-Challenge schafft, ja? Wenn ihr die Kanalpunkte-Challenge schafft, dann mache ich euch live im Stream Leberkäse Hawaii und ich werde das essen. Ich werde das voll und ganz verzehren. Verflixt, die sieht ja aber zum Verwechseln eh nicht, Nini. Ja, ich immer diese Nachmache, also ich sehe ja heute, also ich sehe ja ganz anders aus. Also wirklich. Schaffe es relativ, du kannst das verlängern, bis es voll ist. Das weiß ich nicht. Ich meine, zu mir wird immer gesagt, unterschätze den Twitch-Chat nicht, unterschätze die Leute nicht. Also habe ich euch jetzt diesmal nicht unterschätzt und habe das mal hochgesetzt. Also jetzt könnt ihr, ne, jetzt könnt ihr euch beweisen. Ja, du bist unique, du, Uniku, ja, bin ich, voll, und wie, aber na klar, hallo? Ja, aber das ist anders, das ist pro Stream auf 2K, pro Nutzer beschränkt. Ja, also, ne, dann muss man halt die Leute mobilisieren und daran erinnern und tun, ne? Also, wer weiß, wie oft ich dann streame? Uninik? Ich bin Uninik. Ganz genau, Uninik. So schaut's aus. Guck mal, da ballern sogar welche rein. Und du mehr Stream? Ja, natürlich, hallo. Also, ich mach das natürlich. Na easy. Die bei Clippy letzten Sonntag hat das auch gesagt. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich weiß nicht, wen du meinst, Hosatsu. Bestimmt auch so eine Nachahmerin. Nö, ich unterstütze keine Leberkäsefolter. Da, Leute, jetzt könnt ihr alle auf Winnie gehen. Denn wenn wir es nicht schaffen, wenn ihr es nicht schafft, ist Winnie schuld. So. Schneißt eure Kanalpunkte rein. Immer schön reinschneisen. Ich bin doch eh immer schon, er nimmt sein Schicksal an. Hart, aber fair. Runde 2! Oh, Vera. Ihr hört nichts mehr. Oh, das ist jetzt peinlich. Wieso hört ihr nichts mehr? Ich höre noch ganz viel. Oh mein Gott, ich habe immer Angst, dass mir sowas passiert. Ich habe immer Angst vor diesem Moment, wann das passiert. Ich habe wirklich so eine Angst, wenn das mal passiert. So beim Karaoke-Stream oder so, plötzlich keine Musik mehr. Und ich so, hallo, hört ihr nichts? Gibt ein Subreddit für Leberkäsebrechen. Eventuell landest du dann dort. Echt jetzt? Als ob. Ey, ich esse Leberkäse echt gerne. Ich mag auch Ananas echt gerne, aber ich habe das beides noch nie zusammen gegessen. Deswegen weiß ich nicht, was das für eine Kombi ist. Ich meine, ich esse auch Pizza Hawaii. Just saying. Wie schlimm kann das schon sein? Wahrscheinlich schmeckt es richtig grausam. Nope, dafür gebe ich auch keine Punkte aus. Dann ist Chica... Oh mein Gott. Eigentlich, dann kann man den Command auch wieder einbauen mit Chica als Schuld. Döner Hawaii fühle ich da bald mehr. Habe ich zum Beispiel auch noch nicht probiert. Müsste ich... Habe ich auch nicht mehr probiert. Ah. Also das ist der neue Keks, Leute. Der hat ein Herz drauf. Weil er mit Liebe gemacht ist und Liebe möchte man mit anderen Leuten teilen. Ah, Digga, hab ich auch. Bist du in dein Auge rein? Wie ich auch schon bei. Ja, wie ich schon bei Clippy gesagt habe. Liebe auf den ersten Blick oder auf den ersten Krümel. Da fällt die Liebe ins Auge. Oh,
Gott, ja, die sieht. Oh, scheiße. Ja, die sieht ein bisschen aus wie ich, ne? Oh, das ist ein guter Nachmacher heute. Oh, das ist immer ein guter Nachmacher. Sepp Heinzen, Dankeschön für den Follow, willkommen. Das ist natürlich, ne? Also. Ne? Hoppala. Mit dem zweiten sieht man besser. So, solange nur der Keks drüber ins Auge geht. Aber die Liebe, Winnie, die Liebe. Das war ein Volltreffer. Als ob, das wollte ich nicht. Ich wollte denen eigentlich mal Liebe geben. Du hast ihm Liebe gegeben. Eine. Oh mein Gott. Du hast Liebe in sein Auge geschossen, gekrümelt. Wir machen eine zweite Challenge. Wenn wir 150.000, also die Hälfte, nicht schaffen, müssen Winnie und Chica einen Leberkäse Hawaii essen. Das wäre gut. Das wäre gut. Ich mach das für 150.000 Euro. Ja, genau, als Abschicker. Wo kann ich die 2.000 Kanalpunkte einlösen für den Leberkäse Hawaii Kochstream? Da musst du gucken. Wir haben unten bei den Kanalpunkten Retro, rechts unten, bei den Toris, da müsstest du das aufklappen können. Dann sind da lauter kleine Kanalpunkte Sachen, die du anklicken kannst. Und dann müsste auch irgendwo oben Community Wette stehen oder Community Challenge. Ach Gott, ich weine jetzt schon. Essen kommt und geht, aber meine Frau gibt's nur einmal. Alter, du lädst ihr jetzt sofort Twitch auf ihrem Handy runter, machst diesen Stream auf und zeigst ihr deine Nachricht. Gott, ist das süß. Ah. Ich wäre gern deine Frau. Das ist echt schön. Geht nicht, sie ist im WoW-Raid. Oh, sie spielt WoW, verlass sie sofort. Weg mit ihr. Du, das Meer ist voller schöner Fische. Sowas wie die findest du überall, an jeder Haltestelle. Jo! Ey, gerade wenn sie zockt, hätte ich gesagt, let's go. Was zum Teufel? Alter. Fenster rauslehnen und sagen, es funktioniert einmal frei, aber es funktioniert. Aber WoW, ich habe früher auch WoW gespielt, okay? Jetzt nicht mehr, weil ich so süchtig war. Aber wenn ich nochmal anfangen würde. Ich war echt süchtig nach diesem Spiel, ey. Ganz schlimme. Funktioniert bis jetzt einwandfrei. Ja, funktioniert ich easy. Ich hasse mein Leben! Verbrennt sie! Warum? Hexe! Oh, okay, alles klar. Also hat's gemundet, alles klar. Was gab's Gutes, Antonio? Ha? Wo bist du? Hä? Hä? Wo bist du jetzt? Weg. Einfach weg. Hier ist der auch. Die ist ja huge, die Trinkflasche. Ich hab auch so eine. Also ich hab auch so eine, die sieht sogar actually sehr ähnlich aus, aber die hat nur ein Liter drin. Das ist insane. Warum hat die da eigentlich so viele Knöpfe? Und dann... Junge, du kannst einfach aus drei Sachen trinken. Vier. Das ist keine Trinkflasche. Das ist keine Trinkflasche. Das ist keine Trinkflasche. Du bist geil. Es ist ein Ventilator. Ey, die hat vier ganze Dinger, was man trinken kann. Ein Ventilator mit dem Sound eines Eiscrushers. Achtung, ich... Schofki! Switcher? Dahin. Goodbye, Schofki. War schön. See you next time. Hey, ich hab
habe Schufki hab ich gar nicht durch. Ich habe so Rogue da gelesen, aber ich habe Schufki gar nicht gelesen. Guck mal, weil ich auch so viel lese, ne? Schufki ist auch mit dabei. Wie geil ist das denn? Leute, Schufki kennt ihr auch. Oh. Oh nein, die kleine Maus. Hier ist eine Schnecke drin. Die ist gerade Achterbahn gefahren, Chat. Guck mal. Wahrscheinlich kotzt sie jetzt. Hier ist eine kleine Schnecke drin. Ui. Ui. Och, wie mausig. Und die ist echt süß. Ist das süß? Ja. Ich hätte gelacht, wenn sie jetzt auf die Hand gekotzt hätte, wegen der Achterbahnfahrt. Aber süß war sie trotzdem. Was ist Speis? Ekelhaft. Hey, da weißt du, dass der Salat wenigstens frisch ist. Ja, Babyschnecke. Süß. Süß. Geh mal ins Restaurant, Chica, und hab da eine Schnecke im Salat. Das ist mir schon passiert. Das ist ekelhaft dann. Aber nicht, wenn du sowas. Das ist süß. Das ist süß. Weiße Karte. Also es gibt Menschen, die essen Schnecken. Ja. Leckere Weinbergschnecken. Und vermutlich noch mehr Eier drin. Deshalb immer euer Gemüse richtig waschen. Ganz genau. Ganz genau. Dann wäre ich da doch nie wieder hin. Bin ich auch nicht. Bin ich auch nicht. Nie wieder. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Warte, jetzt habe ich so viel gequatscht. Was? Forklift Simulator? I've been to jail so many times. Forklift Simulator? Hä? Was ist Speisekarte? Hä? Geil. Den Witz verstehe ich nicht. Den Witz verstehe ich nicht. Ach. Oh ja, okay, Menü. Jetzt verstehe ich ihn. Übersetzungsfehler? Wahrscheinlich, oder? Oder Witz. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber... Ja, Jimmy kriegt Rätsel für Dreijährige. Für Sechsjährige. Hä? Ich hab gerade mein ganzes Glas mit Wasser aufgeschüttet auf den Boden und auf mich drauf. Das ist immer schwierig, wenn man das nicht sieht, ne? Ist immer so ein bisschen schade bei VTuber, wenn man das nicht sieht, was da passiert. Oh, der andere ist auch low. Flashbang, Fake Flash, kann einfach rein. Hab ihn? So. Du hast mit der Flash? Ich hab ihn mit der Flash gekillt. Das kann auch nur wieder Dalukat, ne? Das kann auch nur Dalukat. Oh mein Gott. Okay, das ist geil. Hast du ihn abgeworfen? Ja. Wow. Ihn abge- Warum rennt der hier draußen rum? Ach so, weil er Jäger ist. Er macht das, was Gronkh am besten kann. Muss man ihm lassen. Daddy Gronkh. Ihm scheißegal, wie kalt es ist, er geht raus, knallt die Tiere ab. Ich finde ihn immer noch gut. Ich finde ihn immer noch so gut. Danke, dass du da warst. Das ist doch nicht der Scheiß Ernst, warum? Nix ist so fluffig. Ja. Hallo? Stehen bleiben. Hallo? Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mal stehen bleiben? Ich fahr da mal weiter, ne? Ich fahr da mal weiter. Ja, ja, alle Tiere gronken. Ja, da Mittag auch einen speichern zu essen und dazu Grafik einstellen dazu. Oh, lecker, 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 lecker. Irgendwann gibt Dado seine Macht weiter und die wird mit ihm sein. Ich bin der Heinz, du bist die Michaela, hallo! Oh nein, Chat, ich bin leider Gottes mit meinem Ärmel. Ich bin mit meinem Ärmel an dem... Oh nein. Da fand ich aber den einen Clip davor lustiger mit dem, wo sie so geschrien hat. Gab ein Achievement, ja. Ich glaube, du kannst das Spiel, glaube ich, ein- oder zweimal durchspielen. Oder halt
eine Nacht oder eine zweite Nacht, ich weiß nicht genau, wie es da aufgebaut ist, da kannst du sie irgendwie umbringen und du kannst sie am Leben lachen, leben lassen. Hallo Brute Romance, Hallöchen. Riecht schon sexy, die Schokolade, Chat. Oh nein, die ist schief durchgebrochen. Was mache ich jetzt? Mein Leben ist sinnlos. Alle Monks, oh mein Gott, alle Monks auf dieser Welt. Wie das volle Mann, jetzt sind das Natur voll gekrümelt mit Schoki. Ach Mann, ich hasse mein Leben. Ich gehe jetzt wieder. Ich, heute Morgen hundemüde, stell mich ins Wohnzimmer, weil da habe ich Platz, ja? Ich google einfach Ganzkörperstreckenvideo, ja? Und ich gehe auf das 10 Minuten lange und es ist eine nette Dame. Das Video ist zu Ende und ich bin richtig fertig. Also mir tun die Muskeln richtig weh. Ich merke halt, wie das mich richtig beansprucht hat, das Strecken, wie sehr ich das gebraucht habe. Und das Video endet mit, ja, und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne mal unseren Kanal, auch genannt Fabulous 50. Wir haben noch ganz viele andere Workouts für Frauen über 50. Darauf sind wir spezialisiert. Und ich stehe da, ich denke so, nein! Oh, bin ich froh. Bin ich froh, dass Clippy das geschnitten hat. Das war ein so langer Clip, wo sie geredet hat und kam nicht zum Punkt. Bin ich froh, dass er das zusammengeschnitten hat. Warum rennen sie dauernd im Kreis? Ich glaube, das war das Supermarket Simulator oder was war das? Warte. Nee, TCG Card Shop Simulator. Ich glaube, da musst du auch irgendwie rumrennen und was machen. Keine Ahnung. Oder das ist Asche. Das ist Asche. Die macht das so. Die erzählt ganz viel und, glaube ich, rennt ganz viel im Kreis, wenn sie erzählt. Ja, Nini wäre auch was für dich. Workout für Frauen über 50 mit deinen 79 Jahren. Hey, Winnie, mein Rasierer, also mein Haarschneidegerät, wäre immer noch aufgeladen, ne? Sie ist... Sie ist läufig. Naja, ja, nein, also ja, irgendwie... Sie läuft auf jeden Fall viel. Sehr viel. Eine Null vergessen, Isomo? Ich hab da auch noch so einen Haarschneider für dich, ne? Wie lange hast du deine Haare wachsen lassen? Erwini, abwarten. Abwarten. Ich kann ernst machen. Und dann ist das nimmer lustig. Dann findest du das gar nicht mehr lustig. Dann sind nämlich die Haare ab, du. Und dann ist das... Dann siehst du nachher wirklich auch so wie mein Opa. Ich weiß, wie Asche drauf ist, aber das im Kreisrennen beim nur unten gucken hat mich fertig gemacht. Boah, aber diesen TCG-Simulator und allgemeinen Supermarket-Simulator, ich kann das auch nur bestimmte Zeit spielen, wenn ich immer so viel hin und her laufe und die Kartons auspacke. Ja, ich spiele auch Supermarket-Simulator, okay? Ich habe TCG noch nicht angefangen, aber ich spiele Supermarket-Simulator. Dann wird mir auch, verdammt, das ist das erste Game, wo ich Motion Sickness bekomme. Mir wird schwindelig dabei. Also mir wird schwindelig und ich muss Pause machen, weil das einfach so komisch von der Optik ist. Ich weiß nicht, ob das beim TCG auch so ist, aber boah. Supermarket Simulator war schon hart für mich. Also ich kann echt viele Games spielen und ich habe noch nie Motion Sickness bekommen, aber der Supermarket Simulator hat mich gebrochen. Der hat mich gebrochen, ich sag's euch. Haare wachsen nach, sagt das mal den ganzen bärtigen Leuten hier. Von dem TCG Card Shop Simulator gibt es eine Prolog-Version, also die Demo-Version davon. Das soll mir was sagen? Was soll mir was sagen, Isomo? Ich soll die Demo-Version spielen? Du hast noch nie Turok auf der N64 gespielt. Doch, Nero, ich habe Turok auf der N64 gespielt, weil ich Turok auf dem N64 hatte. Aber davon habe ich keine Motion Sickness bekommen. Da habe ich keine Motion Sickness davon bekommen. Du kannst das spielen, wenn du willst. Aus irgendeinem Grund hat das Game was. Es sind Trading-Karten. Hallo, wer hat keine Trading-Cards gesammelt? Hallo, ich habe auch früher Pokémon und Yu-Gi-Oh-Karten gesammelt. Die haben scheiße viel Geld gekostet. Natürlich würde ich das Game suchten. Was glaubst du, warum ich es noch nicht anmache? Das ist schlimm. Guck doch, wie alle auf das auf Twitch suchten. Was glaubst du, wenn ich dieses Game starte? Dann weiß ich ganz genau, ich fange abends an. Und dann kommt ihr, geht ihr schlafen und ich sitze morgens immer noch da und spiele TCG. Das ist ganz schlimm. Und dann ist das noch digital, ja? Das heißt, ich muss das nicht selber einordnen, sondern das passiert von alleine. Das ist ein Super-GAU, sage ich euch. Das ist keine gute Kombination.
Ich habe Pokémon Mod installiert. Oh, Superflyer, Leben vorbei. Leben vorbei. Star Trek-Karten gesammelt. Ja, seht ihr, wir haben alle irgendwas gesammelt. Irgendwer hat das gesammelt. Also ich habe bisher 7,6 Stunden Spielzeit. Siehste, siehste. Suchtig, suchtig ist das Spiel. Das ist richtig suchtig. Bei den Felstexturen hatte ich damals etwas Motion Sickness, aber das hatte mich nicht aufgehalten, den Champagner zu besiegen irgendwann. Ja, meine Grafik damals war eh noch ein bisschen, ne, nicht die beste, aber wir konnten es. Außerdem waren wir noch viel jünger. Da geht das noch. Ich glaube, bei mir ist aber nur das Alter langsam. Körper lässt nach. Wenn ich die Vollversion hätte, wären es vielleicht mehr. Mhm, siehst du, Isomo? Suchtgefahr. Nächstes WoW. Oh, Pfeifen. Ja, sure thing. Okay. Reggie, you are going to learn a thing or two. Bitte was? Hattest du auch Shadowman gezockt auf der N64? Nee, das nicht, das kenne ich nicht mal. Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott. Nein, das war kein Fisch. Das war kein Fisch. Wow! Würdest du sie als Lehrerin haben? Junge, was ist das für ein Vieh? Bro, ich muss kurz gucken, da ist irgend so ein Insekt reingeflogen. Oh, ist das ekelhaft. Warte mal ganz kurz. Was bist du denn? Was ist das? Oh mein Gott. Oh, das sah geil aus. Voll elegant, wie er da rausgekommen ist. Da würde ich Motion Sickness bekommen. Boah, ich wüsste auch nicht, wie das ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, da drin rumzufliegen. Hätte gelacht, wenn er gegen die Scheibe geknallt wäre. Ey, der ist voll smooth. Guck mal. Ja, das ist voll drauf. Ist richtig smooth. Nee, kontrollier dich mal da drin. Ey, voll smooth. Krass. Respekt, normalerweise macht man das mit einem Spezialanzug. Bestimmt nicht sein erstes Mal in der Röhre. Safe, nicht das erste Mal. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Auf das, das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, das VOD kommt nach dem Stream und es wird aber unter Highlights zu sehen sein. Weil ich muss eine Seite eine Stelle rausschneiden. Ich habe nämlich, es gab eine schwere Stelle im Krankenstation und ich habe sie geschafft und bin dann aufgestanden und bin gesprungen. Und dabei ist aber mein Genitalbereich rausgeflutscht. Und, ja. Ich werde mich auf jeden Fall nicht mehr freuen. Das wieder? Was ist denn das schon wieder? Er hat so eine sexy Stimme, Mann. Oh, Chica. Chica geht vorab. Er hat eine krasse Stimme, aber das wird ihm auch oft gesagt. Ja, imagine, das ist einfach so eine Stimme von Natur aus. Krass, oder? Fühlt jemand die Musik?
Ich finde es mega toll, cool. Boah, das sind Zwillinge. Guck mal, das sind Happy-Zwillinge. Kenne ich noch gar nicht. Alles auf die Kanal. Nein, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr groß ist du das schon? Mit 10, Johnny. 10, schon auf einer 10. Das ist ja cool. Ich hätte mich beschwert, hätte es nicht mit dem Erschießen gerne da. Nini hat lange kein SCG mehr geschaut. Ja! Das waren Happy-Zwillinge, das waren Happy-Zwillinge. Zwillinge, Happy, Happy, Happy-Zwillinge. Ja, ich hab ja wirklich lange kein SCG mehr geschaut. Deswegen, wir sind jetzt gerade wieder, wir sind ja back. Wir sind jetzt wieder zurück, weil wir wieder mehr Zeit haben. Ich habe ja zu Clippy damals gesagt, ich konnte nicht mehr reagieren, ne? Weil keine Zeit, aber jetzt mehr Zeit und jetzt geht wieder. Wir reiten geschwind zu unserer Frau, hoffentlich noch ohne Kind. Wir können es nicht wissen, weil beim Rausziehen sind wir beschissen. Oh, scheiße, ich mag so blöde Sachen, das ist dumm. Aber ich mag's. Hey, ich will kein Ärger. Oh nein, oh nein, die sind unsichtbar. Die sind nur... Schon gut, schon gut. Es sind Jedis, Leute, es sind Jedi. Wünschte, ich könnte dich verstehen. Ist das ein Bug oder sind die wirklich unsichtbar? Das Spiel ist so grausam schlecht, was war das? Star Wars Outlaws? Ein Bug, das... Achso. Definitiv ein Bug, okay. Leute, es sind Jedi. Wünschte, ich könnte dich verstehen. Scheinbar nicht. Recycling Center Simulator. Was denn sonst? Hä? Ja, in solchen Recycling Center passiert so einiges Gruseliges. Ne? Wie mache ich das denn jetzt? Heißt das, du bist zufällig in die Lobby reingekommen, oder? Ja, ich bin zufällig in die Lobby reingekommen. Lol, okay, du weißt gar nicht, dass wir auf Twitch live sind. Geh mal auf twitch.tv/Dr. Freud. Wie cool ist das denn? Hab den Toilet Management Simulator durchgespielt. Geil. Da müsste ich aber noch Zelt aufbauen und mein Bettzeug. Also wir halten ganz kurz fest, wenn Baloui 300 Subs bekommt während des Streams, den er gerade hat, muss er im Zelt schlafen. In der Kälte draußen. Oh, jetzt habe ich den aus Versehen geshoutoutet. Das ja, wäre ja schrecklich, wenn da irgendwie das Ziel voller gehen würde. Das wäre ja ganz, ganz miserabel. Ach, das bitte nicht. Der arme Mann erfriert. Das Programm. Hat er jetzt? Wäre noch lustig zu erfahren, ob das erfüllt wurde. Um zu schließen. Hallo, ich bin da. Hallo? Seht ihr mich? Also, ist so besser vielleicht? Mhm. Ja. Vielleicht noch einen Ticken schmäler und so. Wäre ein guter Clip gewesen, wenn er selbst die fehlenden Subs gesponsert hätte, einfach aus Prinzip. Wäre schon witzig gewesen. Boah, aber hat einen Wurfarm. Du fällst dir fast neu aus der Hose. Ich habe mir das nicht um den Schniepi gebunden, falls da jetzt jemand auf blöde Gedanken kommt. Ei. Ich verkack das beim Spiegeln immer und trotzdem, ich habe schon so oft gemacht und ich mach's immer wieder falsch. Bald gibt es bestimmt auch den neuen Twitch-Streamer-Simulator-Game. Oh shit, hoffentlich nicht.
Streamer Live Simulator? Nein! Nein, hör auf. Es gibt sowas. Heute aber sehr zweideutig hier. Warte. Es ist immer. Immer. Ich mach das jetzt hier rein. Nee, andersrum. Oh mein Gott, das ist beides falsch rum. Guck mal. Oh, das habe ich gerade richtig wirr gemacht. Guck mal hier. Da. Und da. Das hat... Oh mein Gott, das ist einfach... Oh mein Gott. Oh mein... Wo wolltest du? Ja! Es war falsch rum. Also auf einer Seite war es definitiv falsch rum. Auf einer Seite war es definitiv falsch rum. Was ist das? Das ist Party Animals, aber gibt's denn da so ein Mario Kart Ding? Wie war das nochmal mit auf dem Kopf? Feuer! Aber innerlich judge ich richtig. Oh, Shinji. Mann, den Horror. Hallo, Nia Pandai. Machen ist Badezimmer immer nicht gut, irgendwie. Glaubst du, sie hat sich erschreckt? Das war auf. War das ein Monkey? Das war ein Monkey, oder? Gut, irgendwie. Nee, was ist das? War es ein Waschbär? Waschbär? Hund, ach so. Okay. Das war auf. Es war ein Tier. Ist das deine kleine Schwester? Hey, was? Das ist der Hund oder? Oder was? Soll ich dir noch flink mit Klopapier vorbeischicken? Ein Braunbär? Oh, könnte auch sein. Ist das mehr wie ein Waschbär oder ein Honey Badger? Ja, warte, weil Honey Badger, das ist doch ein Ding. Dachs, oder? Ein Dachs. War das die Szene im Bad im Schrank? Ich glaube ja. Hey, was ist das überhaupt für ein Spiel? Hoppala. Warte. Ach, Until Dawn, okay. Ja, sah nach Bad aus. Ja, Schrankbad. Honigdachs. Ach, ist doch ein Honigdachs, heißt das? Ah. Ja, dann Waschbär. Gibt es einen Unterschied zwischen Honigdachs und Dachs? Ist das nicht ein dasselbe? Oder sind das zwei verschiedene Arten? Ja? Nein. Okay. So. Und was habe ich jetzt gefragt? In welcher Reihenfolge? Unterschiedliche Tiere. Okay, das reicht mir. Drei Fragen, drei Antworten. Ich brauche es ausführlicher. Da passiert so viel. Vergesse ich doch wieder. Kurzes Schluck trinken, Prost. Ah, gut. Soll ich dir noch flink mit Klopapier vorbeischicken? Weil die Katzen immer über ihren Kopf so reinstecken müssen, ne? Weil sie auch überall ihre Nase reinstecken müssen. Diese neugierigen... So ältere... Diese neugierigen einfach. Katzen sind auch süß und die sind auch wichtig. Aber so Babykatzen haben einfach nochmal so einen besonderen Touch. Alte Katzen mag ich auch, aber so Babykatzen sind schon sehr... Simba, du brauchst jetzt nicht direkt gehen. Es war nicht persönlich... Was soll denn das jetzt, Simba? Es war nicht persönlich gemeint. Das war so persönlich gemeint. Ich mag euch Kätzchen hier und du hier. Du schläfst, interessierst dich kein Stück für mich. Ja, ich mag dich auch. So gefällst du mir. Verkackt. Sowas von... Sagen wir mal so... Honigdachse sind übergroße Marder, die auch kein Problem damit haben, auf Leoparden loszugehen. Yo. Auf Leoparden? Yo. Aber bestimmt nicht im Wettrennen. Ja, ich glaube, dass die zubeißen und krallen können, auf jeden Fall. Boah. Ich glaube, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich will so ein Viech auch niemals nachts... Das Schlimmste wäre... Für mich, ich bin auch schon mal Marder nachts begegnet.
Diese Viecher schreien irre laut. Das hat mich mal richtig erschreckt nachts, wenn ich jetzt von meinem Auto Richtung Wohnung gegangen bin und du dann so ein Stück laufen musst auf der Straße und plötzlich irgendwie so kommt und du dann irgendwo so zwei Marderviecher siehst, die irgendwie um ihr Revier kämpfen. Ey, das ist richtig creepy, Alter. I wanna get my rage on at Derby City. Oh mein Gott, es... Es wird nicht besser. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine kleine perverse Sammlung an Clips? Das gibt's ja gar nicht. Also. Wirklich, was ist das denn? Gab's schon RTL 2, als du in der Schule warst? Natürlich. Ich gehöre aber noch zu der Generation, die Sailor Moon auf ARD geguckt hat. Da war auch das Sandmännchen bei dir auch noch mit so einem roten Umhang, ne? Liebe Genossinnen und Genossen, stehen Sie auf für das Sandmännchen. Synchronisiert vom Honecker. Also nochmal. Heidelbeere, Strawberry, Kiwano, Pfirsich, Apfel, Kaki, Birne, Drachenfrucht, Banane, Pomelo, Melone. Ich bin sicher, der wurde gerade davon gefickt, dass er dachte, das funktioniert. Wortwahl, Maurice! Ich habe gerade abgeschaltet. Warum habe ich abgeschaltet? Was hat sie gemacht? Das ist doch keine Melone! Oder wo ist sie? Warte, wo ist sie hochgegangen? Ist sie von unten nach oben gegangen oder was? Warte. Ich bin sicher, man. Also nochmal. Heidelbeere, Strawberry, Kiwano, Pfirsich, Apfel, Kaki, Birne, Drachenfrucht, Banane. Hä? Das ist eine Ananas! Was für eine Banane? Das ist eine Ananas! Er ist Ostdeutscher, hat blau getragen. Ich weiß, es ist eins hat blau getragen. Eins hat rot, eins hat blau. Pomelo, Melone. Eine komische Banane. Sehr komische Banane. Ist gelb, ist eine Banane. Okay, lass mir das dabei. Das heißt, wir machen Leberkäse-Hawaii mit Banane. Finde ich gut. Die gute alte Bananas. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bin sicher, der wurde gerade davon gefickt, dass er dachte, das funktioniert. Wortwahl, Maurice Weber! Wurde unfassbar. Davon benachteiligt. Alter, könnt ihr gleich klippen. Oh Mann, was ist denn los mit den Leuten? Jetzt stellt euch doch nicht immer mal so an hier. Was ist denn das hier? Ob das alles kleine Kiddies sind, die hier zuschauen? Ah! Bananas. Keiner zu, ich breche. Winnie, raus. Schon mal, ich mach's schon mal vor. Ah, einfaches Eim hab ich doch. Nicht, dass das gleich mit der Einstellung schön. Tschüss! Ja, den also, Clip muss ich sagen, den kannte ich schon. Das war der Team Simulator. Das haben wir auch im Clip am Sonntag haben wir den auch gesehen. Das war sehr lustig. Also das hier, das macht man nicht. Und damit einen herzlichen Willkommen zu einem neuen Stream. Ich sag Moin, Alter. Und ich sag Tschüss. Ich hab einen Einsatz. Haut rein. Oh. Viel Erfolg. Danke für den Einsatz. Für deinen Einsatz. Das war ein kurzer Stream, aber die Arbeit ruft. Ja, geil. Das war die Folge 277. Ich glaube, jetzt brauchen wir alle eine Therapie. War cool. Finde ich auch sehr geil, dass er auch gleich seinen Stream wieder so beendet hat. Dass er auch wirklich seiner Pflicht nachkommt. Manche werden ja so, oh, guck mal. Ich kann euch mitnehmen. Ich habe einen Feuerwehreinsatz. Das wäre unter aller Sau gewesen. Aber hey, das hat er nicht gemacht. Deswegen umso geiler.
dass er dahin ist. Nee, war eine coole Folge. War sehr geil. Freue mich. Kann man sagen, ciao YouTube, das waren die besten Clips von dieser Folge, von dieser Woche von 277. Ihr wisst, was ich meine. Wir machen. Ja, wir hauen da rein. Bis zum nächsten Mal.